Hey Leute, herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Video. Es hat lange gedauert, ich weiß, und ich entschuldige mich auch dafür. Es waren jetzt die letzten 3 Wochen, war eine sehr turbulente Zeit für mich. Ich habe auf 2 Jugendcamps gearbeitet und habe dazwischen noch eine Klausur geschrieben. Und ich möchte in diesem Video mal meine Erkenntnisse der letzten 3 Wochen auf den Jugendcamps reflektieren. Als allererstes hatte ich dieses Jahr auf den Camps eine besondere Rolle, und zwar durfte ich Energizer machen mit den Jugendlichen jeden Morgen vor der Session. Also so eine kleine Übung, um so in die Power zu kommen, um den Körper zu aktivieren. Und ja, ich habe festgestellt, dass Energizer wirklich, keine Ahnung, das kann von 2 bis 5 Minuten gehen, wirklich kurz und knackig eine ideale Übung sind, um so in den Gruppenprozess reinzustarten und das Energielevel anzuheben. Es ist mega gut, um mit sich selbst und mit anderen besser in Kontakt zu kommen und sich zu verbinden mit dem eigenen Körper und mit der gesamten Gruppe. Und ja, es hat mir gezeigt, dass Sport total inspiriert und motiviert. Ich habe auch mit den Jungs da vor allem viel Sport gemacht, viele Aktivitäten. Wir haben zusammen gerauft und wir haben trainiert und so. Und es war wirklich schön. Und es ist vor allem irgendwie krass zu sehen, wie sehr das eigentlich mein Element ist. Also da habe ich wirklich Bock, in Zukunft stärker reinzugehen. Und ja, das einfach als Impuls für Gruppenübungen, einen kurzen, knackigen Energizer, läuft 1A. Zweiter Punkt, Thema Verständnis und Empathie. Ich wusste das auch schon vor den Camps, aber jetzt auf den Camps ist es mir nochmal deutlicher bewusst geworden, dass jeder Mensch eigentlich mit einem Paket rumläuft. Mit einem Paket von negativen Erfahrungen und Erlebnissen, die er oder sie mit sich rumschleppt und die irgendwie das Leben schwer machen. Was ich daraus gelernt habe, ist, dass es letztendlich total viel Sinn macht, eine Gewohnheit zu etablieren, sich regelmäßig wirklich in andere Menschen hineinzuversetzen. Und auch wenn man nicht so viel über die Person weiß, zu sagen, hey, es kann gerade total gut sein, dass diese Person gerade krasse familiäre Probleme durchlebt oder irgendwie mit einem Tod von einem wichtigen Menschen konfrontiert ist, und man weiß es nicht. Also man kann es wirklich nur erahnen, und beziehungsweise bei fremden Menschen ist es überhaupt nicht absehbar, wie es denen gerade geht, und deswegen ist es so unglaublich wichtig, wirklich mit einer Empathie und einem Verständnis Menschen gegenüber aufzutreten und ihnen das Gefühl zu geben, respektiert zu werden, geliebt zu werden und auch mit ihren Problemen gesehen zu werden, die man vielleicht gar nicht wirklich kennt, aber ja, die einfach bei jedem Menschen irgendwo da sind. Und genau, für mich ist es einfach eine total geile Gewohnheit, oder ich weiß nicht, wie du das machst, aber für mich habe ich festgestellt, dass es eine geile Gewohnheit ist, mich regelmäßig aktiv zu fragen, hey, wie geht's eigentlich dieser Person gerade? Wie fühlt die sich gerade? Wo steht die gerade im Leben? Was macht die gerade durch? Welche Herausforderungen meistert sie gerade? Und dann mich in diese Person reinzufühlen und aus dieser Haltung heraus dann mit dieser Person zu interagieren. Absoluter Gamechanger, wirklich. Geiles Learning. Nächster Punkt. Kommunikation im Team, Kommunikation mit Kollegen. Für mich war es vor allem ein Learning innerhalb des Teams, dass total wichtig ist, dass das Team zu jedem Zeitpunkt weiß, was man macht, welches Commitment gerade man eingeht, wie man erreichbar ist, wie man verfügbar ist. Und das hat zu gewissen Spannungen im Team geführt. Und da war eine total geile Methode, die ich gerne mit euch teilen würde, das Thema zurückgehaltene Botschaften. Wir haben uns wirklich, ich glaube, das war 2 oder 3 Mal während der Camps, haben wir uns zusammengesetzt im Team und haben uns gegenseitig zurückgehaltene Botschaften mitgeteilt. Also das heißt, Dinge, die man so normalerweise nicht den anderen Menschen sagen würde, aber die einen irgendwie belasten oder die einen gerade, das kann was Positives sein oder auch was Negatives, die man einfach dem anderen Menschen gerne mal mitteilen würde. Und dann gibt es dafür den Rahmen, wir haben einen Timer angemacht, irgendwie, keine Ahnung, 5 Minuten, 10 Minuten, und dann hat eine Person eine andere angesprochen, ganz klar, und ihr diese zurückgehaltene Botschaft gesagt, und die andere Person hat nicht darauf reagiert, hat nichts dazu gesagt, einfach nur zugehört und am Ende Danke gesagt. Und das hat so viel verändert, echt, also Ehrlichkeit verändert eigentlich alles. Und diese Methode, die kannst du sowohl in einem festen Rahmen in einem Team anwenden, also wenn du in einem Team arbeitest, oder auch mit Kollegen, mit Freunden, einfach mal die andere Person zu bitten oder auch die Gruppe zu bitten, sich hinzusetzen und mal für einen gewissen Zeitraum sich gegenseitig wirklich ehrlich und mit einem offenen Herzen zuzuhören und die Dinge wirken zu lassen und sich einfach nur zu bedanken. Nächster Punkt, Thema Werte.
Werte haben wirklich eine große Rolle gespielt für uns. Wir haben in einer Übung unsere Werte klar gekriegt, also uns mit unseren Werten beschäftigt, also letztendlich das Fundament unseres Lebens, wonach wir Entscheidungen treffen und wonach wir Dinge oder Situationen oder Menschen bewerten. Diese Dinge haben wir eben für uns klar gekriegt und ganz wichtig auch vor allem kommuniziert, also den anderen Menschen gesagt, hey, das sind für mich super wichtige Werte. Für mich super wichtige Werte sind Freiheit, Respekt und Sinnhaftigkeit. Also für mich auch klar zu kriegen, was das eigentlich bedeutet. Ich habe schon mal ein anderes Video zum Thema Werte gemacht und zum Thema Entscheidung treffen. Verlinke ich hier an dieser Stelle auch nochmal. Und genau, zu dem Zeitpunkt, wo man das dann anderen kommuniziert, wird es irgendwie so eine Art soziales Commitment, weil man merkt, okay, die Person hat gesagt, das und das ist für sie ein total wichtiger Wert. Und sie scheint nicht danach zu leben, dann kann man das als coolen Punkt nehmen, um die Person darauf wertschätzend hinzuweisen und zu sagen, hey, du hast gesagt, Respekt ist ein total wichtiger Wert für dich. Ich sehe gerade, du hast dich der und der Person gegenüber respektlos verhalten. Überprüf das mal bitte. Das heißt, Werte klar zu haben, Werte zu kommunizieren und vor allem nach seinen eigenen Werten zu handeln, total wichtiges Thema im Leben und ist mir auf diesem Camp auch nochmal klar geworden. Und der allerletzte Punkt, der für mich wahrscheinlich einer der krassesten Learnings war des letzten Monats, das Thema Hingabe. Das Thema, sich zu verschenken, wach zu sein und die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen für den Prozess. Es hat mich wirklich berührt zu sehen oder auch das Feedback zu bekommen, dass ich an einigen Stellen während der Camps meine eigenen Bedürfnisse noch zu präsent hatte und zu sehr darauf geachtet habe, ob ich gerade genug Schlaf kriege, ob ich da gerade Lust drauf habe auf XY, wie es mir da und damit geht. Und das ist eigentlich total unwichtig. Wenn man in einen Prozess geht und ein totales Commitment dafür hat und da seine Energie reingibt, dann ist es zu einem gewissen Punkt auch egal, was gerade die eigenen Bedürfnisse sind, sondern dann ist gerade der Sinn, die Essenz des Prozesses im Kern. Das ist das Wesentliche, worauf es gerade ankommt. Und wie es mir gerade geht, kann ich in dem Moment vielleicht auch mal zurückstellen. Das ist natürlich immer eine Balance, ne, zwischen dem Prozess dienen und auf sich selbst Acht geben. Also da, das ist für jeden Menschen eine Herausforderung, da einen Mittelweg zu gehen. Aber für mich war es ein sehr, sehr krasses Learning, eben weil ich auch das Feedback bekommen habe, dass wenn ich mit jungen Menschen arbeiten möchte und wenn ich weiter in diesem Bereich aktiv sein will, dann muss ich lernen, meine eigenen Bedürfnisse zurückzustellen und mich voll hinzugeben, voll zu dienen, voll den Prozess zu tragen. Und was da auch total hilft, ist diese Frage, warum bin ich eigentlich gerade hier? Also was ist der Grund meiner Präsenz hier? Was ist der Grund meiner Partizipation in einem Projekt, in einer Begegnung, in einer Beziehung, was es auch ist? Sich die Frage zu stellen, warum ich gerade hier bin, löst eigentlich total viele Prioritätenkonflikte oder Schwierigkeiten mit anderen Menschen, weil es mir einfach auf einmal deutlich macht, hey, das ist der Grund, warum bin ich gerade hier? Dieses Feedback bekommen zu haben, hat wirklich sehr viel in mir verändert. Also ich hoffe, dass es wirklich auch nachhaltig die Art und Weise verändert, wie ich mit anderen Menschen umgehe, wie ich in Projekten auftrete, wie ich mit welchem Commitment ich irgendwo reingehe. Und boah, das war richtig Deep Shit, ey. Das war mir wichtig, das mit euch zu teilen. Das war es erstmal für dieses Video. Vielleicht konntest du dich mit dem einen oder anderen Learning auch identifizieren und was mit anfangen. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu lesen in den Kommentaren. Vielleicht auch total spannend, wenn du selbst mal mit Jugendlichen gearbeitet hast. Was waren deine Erfahrungen im Umgang mit denen? Ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.